Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Stimmen immer lauter werden, die sagen, schafft die Notenbanken ab, was von diesen Institutionen kommt. Das ist absolut negativ, das hat überhaupt keinen Sinn. Beispielsweise die Fed, die hat lange, lange Zeit die Inflation absolut ignoriert, gesagt, transitory, macht euch keine Sorgen, geht schon wieder vorbei. Dann realisiert, geht nicht vorbei. Und jetzt ist sie dermaßen in einer Vollbremsung, dass sie dann die globale Konjunktur komplett an die Wand fährt. Und während sie vorher, nämlich die Fed, die Inflation weitgehend verharmlost hat, so sieht sie jetzt nicht, wie stark die Wirtschaft sich derzeit abkühlt. Und dafür haben wir gestern überragende Belege gefunden, wie stark und wie schnell es derzeit nach unten geht. Und die Fed bleibt in ihrem hawkischen Mantra jetzt gefangen. Und das ist die Gefahr, die jetzt die Aktienmärkte vergegenwärtigen. Eben eine sich deutlich verschlechternde Konjunktur bei gleichzeitig einer hawkischen Fed, die sagt, wieso, wir werden die Zinsen weiter anheben. Das kann eine giftige Mischung sein. Was meine ich mit diesen überragenden Belegen? FedEx, global tätiges Logistikunternehmen, gilt so als der Frühindikator für die Weltwirtschaft insgesamt. Da sagte der CEO von FedEx, Subramanian: Wir sehen eine weltweite Rezession, die derzeit passiert. Wir sehen Volume Decline in every segment around the world. Überall in der Welt, in allen Segmenten geht das Volumen nach unten. Und economic conditions are not really good. Und er beschreibt dann, dass sie ja eigentlich wirklich Kontakt zu allen Bereichen der Wirtschaft haben, eben als Logistiker. Und das zeigte, wie stark die Situation sich derzeit abkühlt, wie schnell diese Abkühlung derzeit passiert. Und Abkühlung ist auch das richtige Wort für die Aktie von FedEx, die mal gestern eben 15% gefallen ist. Es ist eine Warnung vor einer globalen Rezession der gesamten Wirtschaft. Dementsprechend ist eben hier auch dieser Laster ein bisschen verunglückt, und so könnte es dann mit der Weltwirtschaft auch bald aussehen, denn die Anzeichen mehren sich, wie gesagt, dass die ganze Geschichte jetzt sehr, sehr schnell gehen wird. Kein Wunder, wir sehen jetzt Notenbanken massiv eben die Zinsschraube angedreht. Jetzt erwartet auch die Weltbank eine globale Rezession. Und das sind eben jetzt auch die größten Zinsanstiege in den letzten 50 Jahren, die wir hier gesehen haben. Und das geht jetzt alles sehr schnell, zu schnell. Wir sehen nämlich jetzt so langsam erst die Effekte der Zinsanhebungen, die dauern ja, bis sich die durchs System wälzen gewissermaßen. Das heißt, während die Fed wahrscheinlich jetzt nächste Woche nochmal 75 Basispunkte anheben wird, werden wir die Effekte der vorherigen großen Zinsschritte wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten sehen. Und dementsprechend geht das verzögert durchs System, und Sven Henrik bringt das hier alles wunderbar auf den Punkt. Die Fed wurde gewarnt mehrfach, unter anderem ich hatte ja gesagt, das ist schlichtweg ganz mies, was da läuft, ganz schlechte Qualität, dass die Inflation eben nicht transitory ist. Jetzt ist sie gewarnt, dass die Wirtschaft stark abkühlt. Aber was passiert? Sie wird wahrscheinlich darauf auch wieder nicht hören und riskiert damit sozusagen den nächsten Unfall. Also die starken Zinsanhebungen sind die Folge der vorherigen Ignoranz. Jetzt fährt man mit diesen starken Zinsanhebungen die Wirtschaft an die Wand. Und sie haben sich jetzt so ein bisschen, wie Sven Henrik sagt, in eine hawkische Box rein manövriert. Aber das ist eben die Folge ihrer vorher zu wenig hawkischen Haltung, und das ist genau das Problem mit Notenbanken. Du hast ein kleines Gremium von Leuten, die dann teilweise auch unter politischem Einfluss stehen, aber natürlich total unabhängig sind, ist klar. Jedenfalls sollte man besser Schwarmintelligenz Zinsen setzen lassen und nicht eben manchen Leuten, die offenkundig die Dinge falsch sehen. Schauen wir uns etwa, wenn wir jetzt diese Abkühlung uns mal anschauen. Wir hatten ja zwei Quartale negativ in den USA, aber ist keine Rezession, gell, weil der Arbeitsmarkt ist ja noch stark, aber wir sehen GDP Now, der Realtime-Tracker für die US-Wirtschaft, der ist jetzt mal eben abgestürzt von plus 1,3% auf nur noch plus 0,5%. Also nicht ausgeschlossen, dass wir dann doch jetzt das dritte Quartal in Folge negativ haben. Und wenn das keine Rezession ist, dann weiß ich nicht, was eine Rezession ist. Da kann man mir erzählen, was man will. Und wenn wir uns gestern mal die US-Einzelhandelsumsätze anschauen, also den für die USA und für die Weltwirtschaft so wichtigen Konsum, dann sehen wir, wenn wir jetzt mal das Inflationsbereinigte sehen, dann haben wir in den letzten vier Monaten minus 0,6%, minus 0,3%, minus 0,4%, und gestern
Plus 0,2%, die Zahl gestern war nur, naja, wie soll man sagen, optisch hübsch. Das lag eben an der massiven Revision, Abwärtsrevision des Vormonats, dass wir diesmal überhaupt noch positiv sind. Wir sehen, dass der Peak bei den Umsätzen, der Peak im Konsum der USA schon lange hinter uns liegt. Wir gehen deutlich nach unten. Das ist auch am Hausmarkt und in anderen Bereichen etwa zu sehen. Und wenn wir uns hier mal anschauen, die Analogie zu 2008, 2009 Finanzkrise, die ist noch intakt, eben weil hier die Situation jetzt so ist, dass wir eine stark abkühlende Wirtschaft haben bei gleichzeitig extrem aggressiven Notenbanken. Eine wirklich sehr unschöne Kombination, die vielleicht auch für den Nasdaq besonders unschön sein dürfte. Jeff Kundlak, der Bondguru, hat gesagt, also ich erwarte, dass der Nasdaq schlechter performen wird in den nächsten Jahren als der S&P 500. Es wird sich eben alles genau umdrehen. Wir hatten ja jahrelang Nasdaq-Outperformance, Tech-Outperformance in Zeiten, als die Notenbanken eben eine ultralaxe Geldpolitik betrieben haben. Und was wir jetzt sehen, ist natürlich auch ein Blutbad bei Anleihen. Aber wir sehen hier den mit den stärksten Abverkauf in den letzten Jahrzehnten. Aber, wenn nämlich dann die Notenbanken es schaffen, die Wirtschaft in eine Rezession zu treiben, dann werden die Renditen fallen. Und das Erstaunliche ist, es hat ja gestern das große Quantitative Tightening der Fed begonnen, 95 Milliarden Dollar Reduktion der Fed-Bilanz pro Monat. Und das Erstaunliche ist, wenn man sich eben Perioden von Quantitative Tightening anschaut, also Zeiten, in denen die Notenbank ihre Bilanzsumme reduziert, dann fallen die Anleiherenditen praktisch. Das heißt, wir sehen eigentlich ein paradoxes Phänomen. Normalerweise, wenn ein Dickfisch wie die Fed Anleihen verkauft, dann kommt ja da Angebot auf den Markt, was sozusagen die Renditen nach oben treiben müsste. Es passiert aber das Gegenteil, weil in solchen Phasen, in denen die Geldpolitik rigide wird, straff wird, dann Investoren eben in die sicheren Häfen fliehen. Und das sind die Staatsanleihen, zumindest vermeintlich. Wenn wir uns jetzt hier mal den S&P 500 anschauen, also nochmal ganz kurz zu den Anleihen. Ich denke, das ist unser Long Run jetzt sicherlich keine schlechte Idee. In einer Situation, in der die Märkte noch davon ausgehen, dass die Zinsen in den Himmel schießen, jetzt schon mal zu sagen, das wird vielleicht nicht passieren, beziehungsweise sie werden dann angesichts der Konjunktur sehr bald eben den Fuß vom Bremspedal nehmen müssen, denn das wird nicht gehen. Was macht der S&P 500? Bremspedal oder Gaspedal? Derzeit eher Bremspedal. Wir haben jetzt die 3900er Unterstützung gebrochen, sind hier durch diesen Support dieser roten Trendlinie in diesem Chart von Ron Walker durchgeknallt und könnten jetzt durchaus vielleicht so in Richtung 3700, 3750 Punkte laufen, zumal eben jetzt eine saisonal sehr ungünstige Zeit beginnt. Hier sehen wir das mal. Das ist wirklich ein Chart hier zwischen 1950 und 2021, wie da die zweite Hälfte des Septembers gelaufen ist. Nicht gut, durchschnittlich. Und gestern, ja, ich hatte ein Video dazu gemacht, Lehman Brothers Jahrestag, der 14. Und wir sehen, dass eben in den letzten 40 Jahren die zweite Septemberhälfte saisonal ganz, ganz schwach ist. Jetzt haben wir heute ja noch den großen Verfall, 3,2 Billionen Dollar im Volumen, was da geschoben, gehebelt, enthebelt und wieder zurück abgewickelt wird. Und hier sehen wir, dass eigentlich normale Schwäche in dieser Woche ist. In der nächsten Woche geht es dann meistens nach oben wieder. Werden wir das auch diesmal sehen. Hier ist allerdings die September Option Expiration, also praktisch der Verfall im September, hat normalerweise dann die schlechteste Voraussetzung für wirklich sich gut erholende Kurse. Aber nächste Woche ja auch FED-Sitzung, und bei den letzten FED-Sitzungen der S&P 500 im März plus 2,24%, dann im Mai plus 3%, dann Mitte Juni 1,46% und Ende Juli 2,62%. Also Fed-Tage waren gute Tage. Jetzt wird auch das Sentiment wieder weniger negativ, was die Privatinvestoren betrifft. Wir sehen hier, 26% sind wieder bullish geworden, von vorher 18. Wahrscheinlich eine Reflexion auf die Rallye davor, könnte man vermuten. Auch ein bisschen mehr Exposure bei den Vermögensverwaltern, wie Sie im unteren Chart sehen. Nach wie vor eine gewisse Unterinvestition, keine Frage. Und interessant ist, dass Apple jetzt Tesla als meistgeschortete Aktie abgelöst hat.
Wir sehen, dass hier das Volumen 18,4 Milliarden ist bei Apple. Und jetzt kommt wieder der Vorwurf, man macht Tesla-Bashing, gell? Die Fanboys sagen immer Tesla-Bashing, Tesla-Bashing, sobald irgendwie jemand sagt, vielleicht haben wir da eine Überbewertung, aber schauen wir uns diesen Chart mal an. Accumulation, Markup, Distribution. And we are in the Distribution Phase regarding Tesla, my ladies and gentlemen. Also wir sind jetzt in der Distributionsphase, die wird sich nach unten auflösen mit großer Wahrscheinlichkeit. Kommen wir zu something completely different, kommen wir nach China. Hier sehen wir zwar erstaunlich gute Zahlen, ich weiß nicht, wo sie die wieder rausgewürfelt haben, gell, Einzelhandelsumsatz plus 5,4%, okay. Wir sehen Industrial Output deutlich besser, wir sehen Fixed Investment deutlich besser, gell? Also jetzt je näher wir an den Volkskongress kommen, umso besser werden solche Konjunkturzahlen, ja, das ist reiner Zufall. Dennoch, was man nicht kaschiert hat, offenkundig, China's Home Price Slump reaches a year. Seit einem Jahr, jeden Monat in Folge der Preise rückläufig, diesen Monat 0,29% rückläufig. Also das ist eine interessante Entwicklung. Interessant auch ist die massive Abwertung des Yuan. Wir sehen hier Dollar-Yuan offshore über die 7er Marke, obwohl die Zahlen angeblich so toll waren, müsste ja eigentlich dann den Yuan stärken, hat es aber nicht. Chinas National Bureau of Statistics, das die Daten erhebt, sagt, Chinas Wirtschaft erlebt eine schwierigere Situation als im Jahr 2020, also daher hat man da ganz tolle Daten plötzlich gefunden. Und schauen wir uns mal an, was jetzt in der Eurozone so läuft. Da hat sich Eddie Guindos, der Vize, geäußert seitens der EZB. Ja, wir werden data dependent sein, meeting by meeting approach, bla bla blub. Das Problem einfach, das die EZB hat, ist, wenn die Fed die Zinsen stark anhebt, dann kann sie nicht mit kleinen Zinsanhebungen dagegenhalten. Das wird nicht funktionieren. Also er sagt, wir gucken uns Solaria an. Die Argentinier haben jetzt gestern mal eben die Zinsen um 5,5% angehoben auf jetzt 75%, vielleicht hat das die EZB und die Guindos noch vor sich, ja, wir setzen jetzt den Leitzins einmal auf 75%, aber die Argentinier sind uns auch ein bisschen voraus, was die Inflation betrifft, 78%, damit knapp hinter der Türkei an zweiter Stelle, na, also da müssen wir noch aufholen, da können wir besser werden, das schaffen wir vielleicht auch noch. Jetzt muss der Bund hier verstaatlichen, hier die Raffinerie in Schwedt, Rosneft, jetzt auch unter Treuhandverwaltung. Sie erinnern sich, hier die deutsche Gazprom-Einheit, die jetzt SEFE heißt, wurde sozusagen verstaatlicht, vergemeinschaftet. Jetzt passiert das weiter, dann haben wir Uniper wahrscheinlich, VNG, wie sie alle heißen, also der ganze Sektor, der wird jetzt mal eben staatlich. Strompreisprognose 2023, die Stadtwerke werden wohl ihren Strom um 60% erhöhen im nächsten Jahr. Bei Gas sind wir ja einiges gewöhnt, aber jetzt kommt eben Strom noch mit dazu. Umso interessanter, dass gestern Uschi von der Leyen gesagt hat, also die Sanktionen der EU, die haben einen Deep Impact on Russian Economy. Ja, der ist so tief, dass wir jetzt praktisch ganz schön in die Rezession knallen, so tief. Ich glaube, das große Problem ist doch, dass die EU unterschätzt hat, welche Probleme, welche Folgewirkungen durch die Sanktionen kommen. Dass man sanktioniert, halte ich für durchaus logisch und richtig. Man kann nicht einfach schulterzuckend irgendwie zusehen, wie ein Land letztendlich überfallen wird, aber ich sehe viel mehr Schmerz hier derzeit bei uns als in Russland. Die Russen gehen damit scheinbar einigermaßen entspannt um. Jetzt spricht der Putin zum Beispiel vom außenpolitischen Tandem aus Moskau und Peking. Russland will jetzt eine Pipeline bauen nach China, die eben praktisch Nord Stream 2 ersetzen soll. Zinsen und Geld drucken. Vorhin noch einen Artikel, das wollte ich noch kurz zeigen hier. Putin und Xi wollen ihre Allianz gegen den Westen stärken, was sagen vor allem russische Quellen, und abschließend Zinsen und Geld drucken, große Wende für Immobilienpreise und DAX. Hier sehen wir praktisch in Charts, was sich ändert mit der geänderten Geldpolitik. Hahn aufgedreht oder Hahn zugedreht, jetzt ist der Hahn zugedreht, also fallen Immobilienpreise, also fallen Aktienpreise. Also stürzt die Wirtschaft in eine Rezession, die dadurch verschlimmert wird, dass die Notenbanken wieder zu spät reagieren. And the ECB and the Fed, so gibt es ja Hashtags, vielleicht keine so schlechte Idee.
Das ist eine Sache, die nicht funktionieren kann und wird auf Dauer, dass ein solches Gremium aus Leuten, die keine Ahnung von Wirtschaft haben, noch nie in der freien Wirtschaft gearbeitet haben, letztendlich hier über die Wirtschaft entscheiden. Ich wünsche jetzt das Allerbeste und sage Servus und Ciao.